Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Forza Motorsport Infovideo, Newsvideo, nennt wie ihr es wollt. Ich erzähle euch, was Neues bekannt ist. Und als erstes kommen wir zu dem wahrscheinlich interessantesten Punkt für viele: neue Rennstrecken. Wie wird das alles kommen? Was kommt wann? Jetzt sind so ein paar Sachen bekannt geworden. Grundsätzlich kann ich schon mal sagen, es wird nicht jeden Monat eine neue Strecke geben, denn die Entwickler stecken da nach eigenen Angaben einfach zu viel Arbeit rein, um die ganzen Strecken zu designen und alles an diesen Strecken perfekt zu machen. Das setze ich selber einmal in Anführungsstrichen, denn naja, dass Forza Motorsport nicht ganz perfekt ist, das wissen wir inzwischen. Aber ich sag mal so, sie geben sich Mühe. Jede neue Strecke, die in Forza Motorsport kommt, hat dynamisch 24 Stunden Tag, Nacht mit Wetter hin und her, so wie wir es von den ganzen Strecken jetzt auch schon kennen. Und als erste neue Strecke wird Yas Marina hinzukommen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist auf jeden Fall die Formel 1 Strecke aus Abu Dhabi. Und ich denke mal, ich werde euch jetzt hier mal ein paar Bilder zu einblenden, dass ihr so einen ungefähren Eindruck kriegt, wie diese Strecke aussieht. Und auf diese Strecke müssen wir auch gar nicht lange warten, denn es ist geplant, im November diese Strecke zu veröffentlichen. Im November wird es ein Update 2.0 geben. Nicht so wie das jetzt hier. Das hier ist jetzt Update 1.1. Und auf jeden Fall mit dem 2er-Update soll diese Strecke ins Spiel kommen. So, jetzt aber mal kurz Stopp. Einmal kurz Werbung in eigener Sache. Ich blende dir da mal kurz die Statistik ein vom letzten News-Video. 2,4% sind Abonnenten. 97,6% haben nicht abonniert. Vielleicht gehörst du ja dazu. Dann lass doch gerne ein Abo hier. Das würde mir und meinem Kanal tierisch helfen. Du verpasst keine Videos mehr. Also Win-Win für alle. Würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Und sag im Voraus schon mal Danke. Und die nächste Strecke ist dann auch schon für Dezember geplant. Da ist allerdings offiziell noch nicht bekannt, welche Strecke es ist. Und die Strecke, wo wir uns wohl alle am meisten drauf freuen, ist die Nordschleife. Und die Nordschleife ist jetzt auch bestätigt. Sie wird ins Spiel kommen. Und das im Frühjahr 2024. Gut, Frühjahr 2024 ist jetzt ein dehnbarer Begriff, aber ich sag mal so, das Ziel ist in Sicht. Und für alle die, die sagen, boah, ich habe den Karrieremodus so schnell durchgehabt, ich weiß, im letzten Video hatte ich einen Kommentar drunter, zwei Wochenenden hatte ich das Ding durch. Auch da wird nachgeliefert, soll auch mit dem Update 2.0 kommen, beziehungsweise da soll regelmäßig neuer Content kommen, sowie für Karriere als auch die wöchentlichen Rennen, die wir jetzt ja schon haben. Auch da wird es weiter neuen Content geben und natürlich auch neue Autos, die auf verschiedene Art und Weise ins Spiel kommen, ob durch den Game Pass oder durch Belohnungen zu erhalten oder auch einfach durch Credits zu kaufen und sind einfach so im Spiel. Auf jeden Fall verspricht Forza Motorsport bzw. Turn 10 hier einen Haufen an Inhalten noch und ich sag mal so, wenn sie da nachliefern, dann können wir doch schon glücklich sein. Kommen wir einmal zu dem nicht so erfreulichen, den Bugs. Auch über die Bugs weiß Turn 10 Bescheid und behebt mit diesem Update 1.1 besonders das Problem des Einfrierens. Einfach, dass das Bild stehen bleibt, man das Spiel nur noch über Taskmanager schließen kann und natürlich der Rennfortschritt weg ist. Habe ich jetzt auch schon öfter gelesen in den Kommentaren. Verdammt ärgerlich, aber Forza ist dran, beziehungsweise Turn 10 ist dran. Von daher kann ich immer wieder nur sagen, ich habe es auch schon in die Kommentare beantwortet, wenn ihr ein Problem habt, macht ein Support-Ticket auf, beschwert euch über das Problem und wenn ihr es 10-mal macht oder schon 100 andere gemacht habt, macht es nochmal. Je nerviger ihr seid, desto wichtiger wird das Problem bei denen und desto schneller wird genau euer Problem behoben. Habe ich so natürlich nicht von Forza Motorsport bestätigt bekommen. Allerdings ist das das, was ich denke. Des Weiteren haben sie natürlich noch für Stabilität auf allen Plattformen gesorgt. Was das jetzt im Einzelnen heißen soll, naja, das lassen wir mal so stehen. Aber damit kommen wir jetzt auch zum Ende. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da. Wenn du irgendwas hast, wo du sagst, das Problem habe ich, dann schreib es mir gerne in die Kommentare, damit ich auch Bescheid weiß, welche Probleme bei anderen bestehen und wir vielleicht hier einen kleinen Austausch hinkriegen. Und damit kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Lass gerne ein Abo da und
Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir die 2,4% ein bisschen höher hinkriegen. Und damit würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.